So, hallo, da sind wir wieder. Knochenbrigade. Und, ist mir der Name entfallen. Fraser Kanz. Fraser Kranz. Fraser Kanz. Kaiser Franz mit mir. Wir machen immer noch das Event hier. Das Szenario. Transylvania beschützen. Jetzt fahren wir mit der Blade. Igor und das andere Ding hier. Jackal sind wir ja schon gefahren. Also jetzt mit der Blade. Hauptbatterie 3x120 mm, 3 Einsatztürme, Torpedos 2x2, also 2 Zwillingstorpedowerfer, A533 mm, 7 Knoten und wir fahren maximal 35,5 Knoten, 5,5 Knoten, das wäre der Knaller, oder? So, wie man sieht, Kaiser Franz ist auch noch ein Teamkiller. Gerade zwei Kollegen Das weggeschossen. Ich stimmt. dachte, ich gucke Nein, nicht das richtig. stimmt nicht. Du Killt die bist. zwei Kollegen. Ey, wirklich, das ist nicht normal, ja. Boah, du bist jetzt dran. Den einen hat sie wirklich in so eine Insel gerammt und dann hat sie die ganze Zeit auf den geschossen, weil einfach der besser war erstmal. Dann war er halt Der schlechter am Ende. glaubt keiner ein Wort. Doch, doch. Ich bin eine Nein. sehr vertrauenswürdige und glaubwürdige Person vor allen Dingen. Was ist das denn? Ja, tu mich auch, ey. Du kannst einfach nicht vernünftig sein, ne? Du, die Old Man. Der Matrose. Suizid. Große. Oh, was haben wir denn Ja, hier? wir sind ja nur 7 Leute immer, ne? Komm. Das geht ganz schnell, ne? Man kommt schnell rein. Das Ding sieht Das ist natürlich ja auch praktisch. richtig witzig aus. Mit den Ja, Flügeln ne? da hinten. Und diesem Schaufelrad da. Wie so bei so einem Raddampfer. So, jetzt schnell, das darf nicht stehen. Oh ja, stimmt. Fahr doch, fahr doch. Ich fahre doch! Ich rede Ach mit so. Ich habe nur 7300 Leben. Was ist das? Okay, aber nicht Vollgas geben, ne? Ja, ich bremse ja schon. Nee, weil sonst fährst du ja wieder aus dem Dings da raus. Ich weiß. Ich frag mich eigentlich, obwohl nee, doch ergibt Sinn. Das Katapult. Wie war unsere Reichweite? Ich habe selber nicht vergessen. Ich habe schon vergessen. Was? Scheiße. Oh, diese scheiß Transylvania wird schon beschossen. Ja, weil die Katapulte mussten echt Aber ich weg. glaube, diesmal wird es ein bisschen besser laufen, weil hier so ein Dreierflotte mitfährt und ich glaube, die wissen schon, was sie machen. Blöde Transylvania, ne? Jetzt kommen feindliche Schiffe. Womit schießen wir hier überhaupt? Ja, HE, was willst du sonst? Willst du mit AP brauchst du, kriegst du ja nie eine Penetration hin hier. Diesen Zerstörer kannst du ja sowieso nicht so. Gut, wir können aus dem Kreis raus, ne? Und solange die anderen jetzt dann noch weiter ihre Aufgabe erledigen hier, ja. Ich meine, die sind langsamer. Will der mir jetzt vertellen? Oder irgendwie schon. Wir sind hier weg. Also. Ah, weißt du, was mir auffällt? Der lädt voll. Oh fuck. Der lädt voll schnell die Torpedowerfer nach. Kann ich mehr. Ich bin gleich weg, ohne Scheiß jetzt. Ich hab jetzt. Wer hat auf mich Torpedos geschossen? Antis. Keiner. Du wurdest von so einem Dixer gekillt, Nein, das waren Torpedos, ich hab's gesehen. Da steht aber, da stand jemand anders, hat dich gekillt.
Gott, ich werde hier einfach abbrennen. Ian Duros. Ian Dunros. Wieso macht der so eine Scheiße? Das ist so schlimm hier. Problem gelöst. Jetzt beballern die Transsilvania. Weißt du was? Voll schwierig, weil wir eigentlich ziemlich scheiße sind mit so ein Dingern hier. Naja, vielleicht wird das ja noch gleich. Also wenn er rauskommt, weiß ich nicht. Alter, nimmt er kein Torpedo mit? Oh, ich glaube, ich bin sehr nah am Gegner. Ich sollte weg. Oh, uff, Glück gehabt. Ach, hier ist noch ein Katapult. Shit. Ich finde es mit dem Zerstörer schwieriger, weil du ja ständig noch gucken musst, dass die willst du Katapult wegmachen, ne? Dann willst du aber auch gleich nicht irgendwie noch gegen so eine Insel fahren. Also weißt du, meine Gefechtsleistung ist ja unterirdisch hier. Ja, bist du noch anwesend? Irgendwie ist sie nicht anwesend, okay. Ich guck mir. Nein, ich bin so anwesend. Hoffentlich verbrennt er jetzt lebendig. Ich guck mir das Portal an. Sieht cool aus. Na dran. Müssen wir mal bald mal ein paar Torpedos treffen hier. Oh, die Transsilvania hat schon 50% TP verloren. Wuhu. So, jetzt geht der eine aus dem Kreis. Gleich ist es. Das Schiff wird gleich stehen. Puh, ja. Das Ding steht. Der Matrose, echt. Keine Ahnung, das ist mir gemacht. Als Zerstörer ist man eigentlich relativ nutzlos hier, finde ich. Ja, finde ich auch. Also, man muss schon Zerstörer, glaube ich. Nein, kann ich das nicht. Ja, jetzt kann ich auch nichts rausschicken hier, weil der Typ hier vor mir fährt. Transsilvania ist weg, wir haben verkackt.
Jo, das war's hier. Das war ja mal eine flotte Runde, du. Oh, scheiße, ich hatte auch Zerstörer. Ich komme damit echt nicht klar. Vor allen Dingen, ey, kein Torpedotreffer. Obwohl, ich hätte einen Torpedotreffer, hätten sie mir das scheiß Schiff nicht vorher weggeschossen, ne? So. Du bist die Einzige, die verendet ist, aber guck mal, der ist auch. Spinix war das, Spanix oder so, ne? Der ganz oben da war. Der hat dich gekillt in seiner Jackal. Nein, 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 das war Ian. Ja, Herr Ian Dublanov. Oh, ich kann dich gar nicht melden. Ich habe schon heute alles aufgebraucht. Ich kann aber melden. Ja, dann meld den. Ich sag schon mal, danke fürs Zuschauen. War ja nicht so besonders hier, aber wir sind auch super schlecht mit Zerstörern. Ja. Vor allem ist das blöd, weil alle ja in diesem Kreis bleiben oder alle so in der Nähe und man rammt. Den muss ich aufpassen, dass man nicht einen wegrammt. Dann will man aber auch noch irgendwie was wegschießen. Ah, ist nicht so einfach. Also, ja. Jetzt aber die Wahrheit, wieso ich pink bin, weil ich die Transsilvania über eine Jetzt, Minute jetzt. gerammt habe. Und nicht, weil ich irgendwelche Teammitglieder gekillt habe. Ja, was? Jetzt, bevor du Video Ja, ausmachst, weil ich du muss noch immer sagen, so. die Wahrheit. Du lügst immer so. Du Oh. machst mich immer schlecht und so. Ich bin das erste Mal auf der zweiten, auf dem zweiten Platz. Zu Recht, ne? Zu Recht. Okay, also wir waren Finde scheiße. ich nicht. Und also viel Spaß noch beim Ja. Zocken, ne? Kündigt euer Abo bei den anderen, bei mir, also haut rein. Bei mir. Kündigt Abo bei Casa Franz. Viel Spaß noch und bis demnächst. Ciao, ciao.